Hallo, liebe Leute. Am 8.1. sind ja Demonstrationen angesetzt der Landwirte, die sozusagen wegen der Erhöhung der Maut, aber eben auch, weil sie sozusagen kein grünes Kennzeichen mehr haben können, also keine steuerliche Befreiung für also Straßenverkehr, weil sie auch sozusagen der Agrardiesel quasi eben ihnen weggenommen wird. Ja. Und wenn ich dann mal so im Netz lese, X, also ehemals Twitter, was da Leute so für unflätige Begriffe für unsere Landwirtschaft und für unsere Landwirte raushauen. Ganz ehrlich, dann frage ich mich allen Ernstes, ob diese Leute noch überhaupt klar denken. Landwirte, die in der Regel selbstständig sind, Hof, Land und Gehöft und vieles andere bewirtschaften, die im Grunde genommen ja ein Jahr aus mit diesem Boden leben und eben auch nicht bloß einen Boden bewirtschaften, sondern ganz, ganz viel auch Natur bewirtschaften, Feldreine und so weiter, sich drum kümmern. Genauso, was eben völlig unentgeltlich ist, sind Fluthilfen und so weiter und so fort, weil Landwirte halt vor Ort einen Beitrag für die Gesellschaft leisten. Und wenn ich mir dann angucke, mit welchen Unflätigkeiten Landwirte bezeichnet werden, gerade auf Plattformen wie Twitter und so weiter, von irgendwelchen Leuten, die noch nie einen Spaten in der Hand hatten, überhaupt nicht wissen, wie das Grünzeug von oben aussieht, dann macht mich das ziemlich wütend. Was da für Begriffe erfunden werden von für Landwirte, das geht über keine Kuhhaut. Zumal man bedenken muss, dass sehr, sehr viele Landwirte Studium haben und genau wissen, was sie da tun. Hier wird immer so getan, als ob der Idiotbauer sozusagen. Ganz ehrlich, ich finde es eine Frechheit. Ich finde es eine Frechheit, dass über andere Berufsgruppen dermaßen schlecht geredet und hergezogen wird. Mit welchem Recht tun diese Leute das? Mit welchem Recht werden ganze Bevölkerungsgruppen dermaßen degradiert, die für uns alle extrem wichtig sind? Siehe Ahrtal, die Fluthilfe. Das waren die Landwirte, die ersten, die mitgeholfen haben, die ihr schweres Gerät zur Verfügung gestellt haben und, und. Und warum wird sowas nicht anerkannt? Aber gut, zumeist diese Leute, das sagt mir ziemlich viel von dem, wie sie schreiben und was sie schreiben, sind Leute, die irgendwo in Berlin in ihrem Kiez wohnen und ansonsten das ganze Jahr lang nicht rauskommen, außer wenn sie vielleicht auf Malle fliegen und da auch ziemlich abgeschirmt von Realitäten sind. Auch euer Supermarkt ist leer, wenn wir hier keine Landwirte haben. Und ehrlich gesagt finde ich es mittlerweile eine absolute Frechheit, wie da über Landwirte gesprochen wird, wie da Landwirte tituliert werden, was ihnen unterstellt wird von Leuten, die nicht von der Wand bis zur Tapete denken. Aber ich hätte da einen Vorschlag für diese Menschen. Jungs, Mädels, wie wär's? Ihr geht schon mal in euren Schuppen, holt den Spaten raus und überlegt euch, was ihr denn schon mal anbaut. Denn ab morgen seid ihr Selbstversorger. Bedauerlicherweise durch das System können sich die Landwirte nicht überlegen, an wen sie liefern. Ich fände das gut, wenn auch solche Leute, die die große Klappe zwar nicht wissen, was real passiert, außer vielleicht von irgendwas, was sie von Hörensagen mal gehört haben, von ominösen Quellen, die von Leuten geschrieben wurden, die ebenfalls nicht im Fach tätig sind, die dann im Grunde genommen doch am besten vielleicht, wie gesagt, diese ganzen Spaßvögel, die meinen, die Kuh ist lila und die Butter kommt aus dem Supermarkt und wird da auch hergestellt, dass all diese Leute doch ab morgen bitte Selbstversorger sind. Wie wär's? Jungs, Mädels, fangt schon mal an. Im Übrigen fand ich Schulgärten immer eine sehr clevere Idee, weil Menschen dann mit Erde in Kontakt kommen und gekommen sind. Und dass sie
auch manchmal einfach nur geerdet hat. Und ich glaube durchaus, dass das vielleicht wieder eine clevere Idee wäre, das wieder einzuführen.